Ach ja, ich habe ja immer noch das PC drauf. Alter, sieht die Waffe fett aus. Du Dreiviertel des Bildes weg, ey. Erstmal wieder wechseln. Dann hat es noch deine Sniper mit, oder was? Ja. So weit rechts anvisiert. Nee. Max Waffe ist nee. Kacke. Ich verstehe euch ganz brauchbar. Nee. Da bleibe ich lieber bei der Kackkiss-Waffe, die ich hier habe. Yay! Hey, Bitch. Hat's nicht geschafft, Blacklight zu beenden im Sleep-Modus. Das ist so deprimierend. Du nutzt doch schon Sleep-Modus. Ja, weil Alter, jetzt beim Hochfahren so viel Spacken macht. Hinter dir, pass auf. Oder ich muss aufpassen auf beide Seiten. What the fuck, links und rechts? Voll, jetzt geht mein Taskmanager auch schon wieder nicht mehr. Was haben wir? Solange im Sniper-Modus liegen. No! Nicht nachladen. Puh. So eine Scheiße. Amas! Was war das denn jetzt? Ja, voll sinnvoll, derzeit ein Defi mitzuschleppen. Ich hab den permanent Deton. So. Fick dich. Jetzt reißt mir. Eis. Jetzt reißt mir. Hört sich nicht gut für dich an. Was? Die Schüsse. Weil du, glaube ich, gerade in dem Moment am Depot warst oder so. Nee. Er hat dieses Wochenende das Doppel-XP. Wochenende. Was? Wo? Er hat Webteil geschrieben. Ja, ein Blacklight oder was? Ja. Ah. Kommt mir aus. Ich bin schon Level 31, das reicht mir. Geht's jetzt oder geht's jetzt nicht? Lol! Oh, aua, meine Ohren! Granat habe ich gar nicht gesehen. Nice, nice. Oh, jetzt habe ich schwarzen Bildschirm. Jetzt habe ich Ton. Das passiert mir öfters. Ja, ich hab voll oft, dass ich einen weißen Bildschirm habe. Geil. Voll ins Gesicht geworfen. Ja. Ich habe jetzt zwei Blacklights offen. Das zweite funktioniert. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Lags, weil ich das doppelt auf hab. Killing Spree! Oh, soll ich mal langsam. Confirm! Du solltest schnell online kommen. Wir machen gleich Hello. Ja. Ich zieh euch alle ab, ich hab eine Gaming-Tastatur. Shibo nicht? Ich auch nicht, oder was? Ich glaube, ich bin der Einzige wahrscheinlich, der keine hat. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben jetzt eine Gaming-Tastatur. Meinst du, das macht groß was aus? Hallo, ich hab gummibenoppte WASD-Tasten, ja? Oh, ich auch, und? Was, wieso? Ich tu das auch.
Naja. Ja, auch diese... Ich hab das nicht. Das ist voll geil, ja. Das ist richtig nice, ja. Ich weiß noch nicht, mit welchem Grund die... Die Backspace ist genauso klein wie die anderen jetzt. Ich weiß, das ist voll ekelhaft. Die was? Lass mich kurz aufladen. Meine Backspace-Taste ist voll klein. Was war ein Backspace? Rückdings. Löschendingsi-Bumsi. Genau. Ja, das fand ich auch voll kacke bei der. Du hast die auch, die Shakun, oder was? Die Skiller? Ja! Ja, hab ich! Ja, ich verstehe die Begründung nicht, damit die Enter-Taste größer ist. Was soll das? Ja. Warum eine größere Enter-Taste? Weil bei welchem Spiel ist die Enter-Taste so essentiell, dass sie noch größer sein muss? Ich hab auch keine Ahnung. Wusstest du eigentlich, dass Psycho genau diese Tastatur für schlecht empfunden hat? Ja, ich habe ihn ja extra gefragt, was hältst du davon, ne? Aber 16,99 € war dann größer gewichtetes Argument, als dass Psycho sagt, sie ist scheiße. Jetzt okay. Und doch Kett in den Rücken schießen. Ja, war bei mir auch so, wobei ich es bei ihm erst im Nachhinein erfahren habe, dass er es nicht so gut findet. Beziehungsweise, ich hatte halt gemeint, außenrum, das würde voll gorgelig sein, ne? Gorgelig? Dieses ganze Plastik außenrum werfen würde voll billig wirken, aber das ist gar nicht so. Da finde ich nicht schlimm. Das ist richtig fest und alles, also ich kann da nicht irgendwie was bemängeln. Ne, bei ihm war halt die Aussage auch, dass wenn man so mega viel zockt, dass die dann halt die Noppen halt kaputt gehen, ne? Aber Herrgott. Nee, ich habe jetzt schon gesuchtet die letzten 24 Stunden und das ist alles noch super toll. Ich meine, wenn es kaputt geht, dann nimmst du halt die anderen Tasten wieder. Ich habe sie ja auch schon ewig. Also, hey. Da, warum sind wir hier? Ich hatte jetzt noch kein Problem damit und wer weiß, wie viel der damals mit der gespielt hat. Also, ne? Ich meine, das ist Heiko. Ja, dann eigentlich eher nicht. Er hat nur viele Spiele. Viel gespielt hat er, glaube ich, noch nicht so. Doch, der kann schon ganz schön suchten, wenn er möchte. Mann! Nö, nicht heilen. Hier wird kein heilen. Also ich finde sie gut, bis auf die Backspace-Taste. Das, ja, ist, das ist für mich das Einzige, was mich sinnlos. Auch absolut Bam. Total stört. Ja, vor allem mir ist es auch gar nicht aufgefallen im Laden, als ich geguckt habe, so wie so halt sie so da halt so, wie meine Hand so drauf liegt, ne? Ja. Und die nächste, die mir gefallen hätte, hätte halt 90 € gekostet. Da hat meine Mutter dann gesagt, nein. Wo ich dieselbe bezahlt habe, obwohl dann hätte mein Geldbeutel auch nein gesagt. Ich finde halt schön, dass die Leertaste ein bisschen größer ist. Das ist halt toll. Aber die ist vom Anschlag her nicht die beste. Also meine alte Tastatur, wo noch Essen drunter klebt nach 3 Jahren, hat noch einen genauso guten Leertastenanschlag wie die neue jetzt. Ich dachte, dein letztes verabschiedet sich bald, hast du die Tage noch erzählt. Ja, das war bevor ich wusste, dass eine neue Tastatur in der Preisklasse auch keinen besseren Tastenanschlag hat wie die alte mit Essen drunter. Achso, ich habe das schlecht empfunden, weil das mal besser war, aber es ist. Also dann hast du eine, die nicht ausbalanciert ist wahrscheinlich. Du kannst wahrscheinlich an den Seiten nicht wirklich gut anschlagen, oder? Nee, also links auch wenn und rechts von der Taste. Ja, das ist die nächste Sache noch so die. Ja, wenn ich vor allem aber auch wenn ich langsam nur runterdrücke oder halt sachte, aber trotzdem bis Anschlag, dann schlägt die nicht an. Okay. Dann reagiert die nicht und das ätzt voll. Das ist merkwürdig. Weil bei mir die ist ja komischerweise, obwohl das eine Billigtastatur von Microsoft ist, ist sie ausbalanciert. Also ich kann die Taste egal wo drücken, die schlägt immer an. Bei meiner alten hat mich das voll genervt, ey. Muss ich echt immer voll in die Mitte, sonst hat das nicht funktioniert. Ja, also bei der Shakun geht es auch ganz rechts und ganz links außen. Ja, das ist schon gut. Aber man muss halt schon beherzt drücken, okay. Damit das einen wahrnimmt. Aber in der Mitte genauso wie halt an den Seiten. Also meine Sherry hat ja nur noch exakt in der Mitte funktioniert. Aber dann auch bei leichtem Druck. An den Seiten war nichts mehr zu holen. Haben wahrscheinlich die Kartoffelchips von unten dagegen gedrückt. Meine, da geht man AFK und kommt zurück und Shibo hat immer noch nicht bereit gedrückt. Oh. Er ist gerade. Sorry.
Der ist gerade rumbasteln. Der regt sich gerade auf, dass er mehr gestorben ist, sie getötet hat.